Orega Oreni on Demand Giant da! Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen kleinen Let's Play auf meinem kleinen muggeligen Channel. Macht's euch bequem, legt die Beine hoch, es ist Zeit für ein bisschen. Wir müssen ein bisschen in das Herz der Karten glauben, sozusagen. Und zwar heißt es jetzt auf meinem Channel Pokémon Trading Card Game. Bevor wir jetzt zu dem Game an sich kommen, natürlich ein paar Fakten zu dem Game. Also kommen wir doch direkt zum Game quasi. Das Game kam damals auf dem Game Boy Color raus. Developed von Hudson Software, die glaube ich auch Bloody Roar, Bloody Rage oder Bloody Roar oder Bloody irgendwas auf der PS1 gemacht haben. Was ich damals ziemlich cool fand, war so ein 3D Beat'em-up. Ich glaube, das waren die. Gepublished natürlich von NoFriendo von Nintendo. Und ja, das Game, was ich gerade zocke, kam auf den Game Boy Color raus. Das ist die Game Boy Color Version, die damals 2000 rauskam in Europa. 1998 schon in Japan übrigens. Und es gibt mittlerweile, dieses Jahr habe ich gerade nachgelesen, ich wusste davon gar nichts. Aber dieses Jahr im November, ist es im... Nee, es kam schon im Juli raus. Gab es dieses Game nochmal, und zwar für den 3DS, also Virtual Console, ja, okay. Also quasi genau dasselbe Game. Genau, ich habe natürlich das Game legit, übrigens, kann ich ja mal kurz zeigen. Und ich habe damals auch, also ich muss sagen, ich glaube, jeder weiß, wie das funktioniert, Pokémon Trading Card Game. Ich wusste es damals übrigens nicht, als ich die Karten hatte, ich hatte auch ein Booster Pack und so weiter. Ich habe keine Ahnung, ich hatte null Ahnung, wie das Game überhaupt funktioniert und habe mir dann das Game für den Game Boy Color eben geholt, ein bisschen gezockt und dann hatte ich es raus. Das schon mal vorneweg, aber für die, die es noch nicht wissen, worum es in dem Game geht oder wie man das Pokémon Trading Card Game zockt, dann wo wart ihr in eurer Kindheit erstens und zweitens, holen wir das einfach mal nach. I report with my hands. Ich habe richtig Bock auf das Game. Ich weiß nicht warum, aber... Okay, ich habe schon mal hier geschaut, dass alles läuft und es läuft auch, das ist wunderbar, also können wir direkt beginnen. Machen wir natürlich Deutsch. Ups, so. Ja. Passt. Wunderbar. Okay, wie lautet dein Name? Identitätskrise, wie heiße ich nochmal? Können wir Lowercase machen? Können wir anscheinend nicht, okay. Dann nehmen wir, passt es überhaupt rein? Lovechain passt gar nicht rein. Kneppo würde reinpassen, aber das wäre zu sehr angelegt an Kollegen Otter. Wie nennen wir den denn dann? Ein Name sieht zu knechten. Und nein, ich bin kein Herr-der-Ringe-Fan. Viel zu lang gezogen. Mir fällt kein Name ein. Was wär ein guter Name für jemanden, der... richtig krass im Trading Card Game. Das ist ein Name quasi, der einen direkt der Atem stockt, wenn man nur über den Namen nachdenkt. Gute Frage. Moment, das muss da eigentlich passen, oder? Jawohl, Hänsel. Lass dich nicht hänseln, Gretel. Wunderbar. Hänsel ist ganz verrückt nach Pokémon und Pokémon-Karten. Eines Tages erzählte man Hänsel... die legendären Pokémon-Karten. Die extrem seltenen und mächtigen Karten der größten Pokémon-Sammelkartenspieler. Die Großmeister suchen jemanden, der die Legende weiterlebt. Mit dem Traum, die legendären Pokémon-Karten zu erben, besucht Hänsel den Forscher der Pokémon-Karten, Dr. Mason. Oh yeah, shit just got serious. Charlie Mason? Nee, das war Manson. Oh, warum so in Eile, Hänsel? Was? Du möchtest das Pokémon-Sammelkartenspiel lernen? Dann möchtest du nun mit dem Spiel beginnen. Logischerweise. Nun, Wettkämpfe sind spannender als das reine Sammeln der Karten. Als erstes solltest du mit einem Übungsdeck spielen. Hier, ich gebe dir dieses Deck, nun brauchst du noch einen Gegner. Hey Jan, spiel doch mal ein wenig mit ihm. Der Prügelknabe anscheinend. Ja klar, Dr. Mason. Hallo, Hänsel. Okay, lass es uns versuchen. Alles klar. Dann machen wir mal. Übrigens, ich habe keine Ahnung, warum... Also anscheinend bleiben die Charaktere ziemlich fit die ganze Zeit, weil sie die ganze Zeit auf der Stelle rennen. Alle Charaktere in diesem Game, komischerweise. Ist ein bisschen merkwürdig, aber okay. Zumindest bleiben sie fit. Als erstes frage Jan nach den Grundzügen des Spiels. Ich kenne es schon, aber wir machen mal das Tutorial mit für die, die es nicht kennen sollten. Es ist eigentlich relativ selbsterklärend. Das ist genau wie Poker. Wenn man es einmal raus hat, dann ist es easy. Okay, Hänsel. Was möchtest du wissen? Eigentlich gar nichts. Das war's schon? Ja. Man sagt, Taten sagen mehr als Worte, also lass uns spielen. Da es dein erstes Spiel ist, fangen wir mit den Grundschritten des Spiels an. Ich werde dich anleiten und du folgst meinen Vorgaben. Wenn du dich nicht an meine Anweisungen hältst,
können wir das Spiel nicht fortsetzen. Wenn du während des Spiels das Pokémon-Sammelkartenspiel Manual liest, wird die Sache für dich einfacher, okay? Dann beginnen wir mit dem Übungsspiel. Okay. Ran an den Jan, würde ich sagen. Da dies nur eine Übung ist, brauchst du das Deck nicht zu mischen. Aber ich kann dich aufmischen. So, natürlich zu Beginn ziehen wir natürlich immer 7 Karten. Das bleibt gleich. Das werden wir mehrere Male in diesem LP sehen. Okay. Hebe sieben Karten ab und wähle dein aktives Pokémon. Nur Basis-Pokémon sind als aktive Pokémon einsetzbar. Deshalb wähle zwischen Goldini und Sterndu. In unserem Übungsduell setzt du Goldini ein. Genau, wir haben jetzt 7 Karten. Wir hätten hier einmal Wasserenergie, wir haben Psychoenergie, Golking. Und wir haben Goldini. Das heißt, wir können Goldini auf jeden Fall auch entwickeln zu Golking, was schon mal sehr gut ist. Okay, Goldini hat er gemeint. Das heißt, das wird quasi unser erstes Pokémon, was wir quasi ins Rennen schicken. Du kannst bis zu 5 Basis-Pokémon auf die Bank setzen. Genau. Als nächstes setze deine Pokémon auf die Bank. Du kannst dein aktives Pokémon gegen eines von der Bank tauschen. Auch auf der Bank können nur Basis-Pokémon platziert werden, logischerweise. Nimm Sterndu aus deiner Hand und setze es auf die Bank. Wunderbar, machen wir. Okay, wenn du alle Pokémon auf der Bank platziert hast, drücke den B-Knopf, um zu beenden. Machen wir natürlich. Und dann werden Preise platziert. 2 Stück insgesamt. Und es ist quasi so, wenn ein Pokémon down geht, dann... Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pokémon von ihm kille, oder lieb habe, ne, ist ja kein Killen bei Pokémon, dann ist diese Karte natürlich raus und ich darf mir einen Preis nehmen. Wenn ich alle Preise vom Gegner habe, dann habe ich gewonnen. Das ist quasi so das Ziel des Games. Und natürlich der Coin-Toss, um zu entscheiden, wer zuerst macht, bei Kopf wird zuerst. Was auch natürlich der Fall ist. Okay, Wasserenergie. Um einen Angriff ausführen zu können, musst du deinen Pokémon Energiekarten geben. Wähle das Kartenmenü an und nimm eine Wasserenergiekarte. Als nächstes wählst du dein aktives Pokémon Goldini. Drück den A-Knopf, nun bekommt Goldini die Wasserenergie. Wähle nun eine Attacke aus und greife deinen Gegner an. Wähle Angriff im Menü und entscheide dich für Hornattacke. Nun lass uns das Spiel beginnen. Wunderbar. Wir nehmen Wasser, platzieren das auf Goldini. Und hier sehen wir natürlich, okay, sie hat nur einen Angriff, das wäre Hornattacke, dafür brauchen wir eine Wasserenergie. Hätte ich jetzt hier die Psychoenergie gemacht, würde das nicht zählen, dann könnte ich Hornattacke nicht machen, denn wir brauchen, wie wir eben sehen, dafür ganz genau eine Wasserenergiekarte. Also wie gesagt, für die, die das Spiel noch nicht so wirklich oder ein bisschen eingerostet sind vielleicht. Okay. Und natürlich kriegen wir direkt einen Kick ins Gesicht mit 20 Damage. Soll kein Problem sein, denn wir können es ja entwickeln, denn wir haben ja einen Golking auf der Hand. Liegt ja auch auf der Hand, die Aktion. Dein Goldini steht kurz davor, besiegt zu werden. Entwickle es. Nimm Goldini aus deiner Hand und teile es? Goldini zu, ah ja. Damit es sich entwickelt. Die KP steigen von 40 auf 70. Dein Golking hat nicht genügend Energie, um Kaskade auszuführen. Du musst Golking eine Psycho-Energiekarte geben. Stern bedeutet eine beliebige Karte. Nun kannst du Kaskade ausführen. Behalte die Wasserenergiekarte für ein anderes Pokémon. Nun lass uns deinen Gegner mit Kaskade angreifen. Nun lass uns das Spiel beginnen. Wunderbar. Also genau. Und zwar, Moment, das kann ich dir gleich mal zeigen. Entwickeln zu Golking und wir geben ihm dann Psycho. Bap. Und zwar, hier sehen wir haben einmal Hornattacke. Dafür brauchen wir natürlich ein Wasser. Und hier... Es gibt natürlich auch, das ist quasi normal, der Stern steht quasi für normal oder für Basisenergie. Und die einzige Basisenergie, die es, glaube ich, in Pokémon gibt, ist doppelt. Wir müssen aber keine Basisenergie legen, sondern Basis bedeutet auch, wir können auch jetzt, keine Ahnung, wir können Kampf dafür legen, also Kampfenergie, wir können Blattenergie, wir können Blitzenergie, also das ist vollkommen egal. Wir haben in dem Fall jetzt natürlich Psycho genommen und ich habe auf B gedrückt, ich Vollidiot. Okay, Kaskade. Wunderbar. Und gleich haben wir dem Kollegen auch schon hier mal schön die Zwille massiert. Ratfratz. Ich glaube auch, mein Lieber. Ich glaube auch, wie der Franzose sagt. Okay. Und mit dem Zug wär's das gewesen schon für Machalle. Golking hat ausreichende Energie. Du brauchst keine mehr hinzuzufügen. Gib deinen Pokémon auf der Bank Energiekarten, damit sie für den Kampf bereit sind. Gib deinem Sterndu auf der Bank eine Wasserenergiekarte. Als nächstes wähle die Attacke aus, Macholo hat noch 10 KP übrig. Golkings Hornattacke reicht aus, um Macholo zu besiegen. Nun wähle Golkings Hornattacke aus. Nun sind Machollos KP auf 0 gesunken und es wurde besiegt. Wenn du ein gegnerisches Pokémon besiegt hast, kannst du dir einen Preis nehmen. Nun, lass das Spiel beginnen. Das wäre ihr Preis gewesen, so. Und natürlich gibt es auch, vergleichbar mit Yu-Gi-Oh! Und Trap und Spellcards, glaube ich, waren es.
wären das hier die Trainerkarten. Wir haben hier Hyperheiler. Wir können ja mal überprüfen und schauen, was die macht. Dein aktives Pokémon ist nicht mehr schlafend, verwirrt, gelähmt oder vergiftet. Genau, statusverändernde Attacken gibt's auch. Und ja, mit Hyperheiler, wie die Karte das eben schon sagt, können wir das direkt wieder negieren, falls unser Pokémon eben schlafend, verwirrt, vergiftet oder sonst irgendwas ist. Okay. Hören wir mal das mit. Wasserenergie, wunderbar. Okay, Radfratz. Das sollte auch kein Problem sein. Jetzt schon. das könnte... Okay, Biss. Das ist noch okay. Ich glaube, jetzt ziehen wir Trank. Wenn ich mich recht erinnere, ist ja ein Tutorial. Da ist es ja mal gleich. Oder auch nicht. Sind alle deine Pokémon besiegt und sitzen keine Pokémon mehr auf der Bank, hast du verloren. Setze Traumato, das gerade... Irgendwas erhalten, ne? Basis-Pokémon auf die Bank. Gib Traumato eine Wasserenergiekarte und bereite es auf den Angriff vor. Greif deinen Gegner mit deinem aktiven Pokémon Gold King und der Attacke Kaskade an. Okay. Wir können übrigens mal schauen. Also wir können natürlich auch die Pokémon auswechseln. Allerdings hat das einen Nachteil. Wenn wir nämlich auch mal bei Gold King schauen, wir sehen Rückzugskosten. Und ja, wir sehen es, wenn wir den eben austauschen möchten mit einem anderen Pokémon, damit wir eben keinen Preis abgeben müssen. Können wir quasi den für eine beliebige Energiekarte, können wir den, müssen wir abziehen, um ihn auswechseln zu können. So, zurück. Das und dann, ich glaube, da kann nur Pfund und ich glaube, das, braucht nur eine beliebige, also eine Basis-Energiekarte. Rein mit der Kaskade! Wunderbar! So. Ich glaube, der nächste ist allerdings Sterndu, den wir auf der Bank haben, der dann reinkommt. Müsste eigentlich. Wunderbar gebissen, mein Lieber. Sehr gut. Also das Game können wir übrigens nicht verlieren, das ist ja wie gesagt ein Tutorial. Ersetze dein besiegtes Pokémon durch ein Pokémon von der Bank. Auf deiner Bank sitzen Traumato und Sterndu. Wähle Sterndu als aktives Pokémon für dieses Übungsduell. Mit Select kannst du die Pokémon-Daten überprüfen. Es ist wichtig, dass du deine Karten und den Status deiner Pokémon kennst. Genau. Mit Select, echt? Also. Ups, das ist falsch. Bap. Was ist denn du, ne? Ja, glaube ja. Ah, okay. I got it. Zumindest hat er nicht gelogen. Okay, Trank haben wir, genau. Sterndu entwickelt sich zu Starmie. Bereiten wir Sterndu vor, die Attacken Starmies benutzen zu können, wenn es sich entwickelt hat. Nimm die Wasserenergiekarte aus deiner Hand und gib sie Sterndu. Greif deinen Gegner mit Sterndus Hieb an. Alles klar, haben wir einen Starmie überhaupt? Okay, Nostradamus. Ist okay. Der Computer cheatet mal wieder. Okay, Hieb. 20 Damage? Ah ja, tatsächlich. Nicht schlecht. Für einen Sterndu. Ah, ich hab Bock auf dieses Game, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, ich hab komplett Bock auf das Game. Wird ein super LP. Hopefully. Ah ja, okay. Jetzt hat er die Rückzugskosten bezahlt und hat Machala dafür reingeholt. Hat 20 Schaden gemacht und zu unserem Glück heilt Trank genauso viel. Lass Sterndu mit Hilfe einer Energiekarte wieder zu Kräften kommen. Verwende dazu die Karte Trank. Lass uns die Entwicklung zu Starmie vorbereiten. Wieder mal. Gib Sterndu außerdem eine Wasserenergiekarte. Greife deinen Gegner mit Sterndus Hieb an, um deinen Zug zu beenden. Alles klar, machen wir. Das heißt, Trank. Damit heilen wir direkt 20 HP. Und Wasserenergie. Wunderbar. Und rein mit dem Hieb. Also ja, man kann keine Entwicklung sofort legen, ist was uns quasi das Game sagen will, sondern man muss zuerst die Grundstufe des Pokémon setzen und dann kann man es entwickeln. Aber auch nicht direkt im selben Zug. Das heißt, wenn ich jetzt Sterndu habe und direkt ein Starmie auf der Hand, kann ich es nicht direkt entwickeln lassen, sondern erst im nächsten Zug. Nun hast du endlich eine Starmie-Karte gezogen. Mein Gott, sassy. Mit der Starmie-Karte entwickelst du nun Sterndu. Du hast genug Energie hinzugefügt, um Sternfrost auszuführen. Greife deinen Gegner mit Starmies Sternfrost an. Wunderbar. Ich glaube, damit ist es sogar schon besiegelt, ehrlich gesagt. Bap. Sternfrost. 20 Damage nur. Das ist ja relativ billig eigentlich. Okay. Allerdings können wir dafür, haben wir dafür das Glück, dass wir ihn eventuell leben können. Und das gelingt auch. Sehr gut.
Das heißt, im nächsten Zug kann er nicht angreifen, aber ich glaube danach, wenn es im Zug vorbei ist, ist es wieder negiert, glaube ich. Also dann ist er nicht mehr gelähmt. Ja, genau. Das geht automatisch. Kann man aber eben auch mit Hyperheiler machen, um eben dann in dem Zug noch anzugreifen, logischerweise. Nun besitzt Macholo nur noch 10 KP. Lass uns den Kampf zu Ende bringen. I'm gonna end it. Greife mit Starmies Sternenfrost an. Dein Gegner ist kampfunfähig, nimm den letzten Preis. Der Gewinner heißt Hens. Oh Gott, ich bereue es jetzt schon, dass ich ihn so genannt habe irgendwie. Kollege Hensel ist schon ein harter. Und noch gelähmt. Wunderbar. Das heißt, komplett. Sag ich nicht. Okay. Und Hensel hat alle Preise genommen. Gewonnen. Entscheidung. Wrecked. Mein Lieber. Wrecked. Die Grundstruktur des Spiels ist ganz einfach. Du musst versuchen, so viele gegnerische Pokémon kampfunfähig zu machen, wie Preise vorhanden sind. Das ist das Wesentliche im Spiel. Wenn du etwas nicht verstehst, frage einfach Jan. Es ist vielleicht auch hilfreich, noch einmal mit ihm zu üben. Dieses Mal war es nur eine Übung und du musstest meinen Anweisungen folgen, aber es gibt auch andere Spielwege. Probiere diese aus, indem du ein normales Duell anwählst. Okay. Ich glaube, wir gehen direkt rein in the Shitness. Nun, dann lass uns mal dein Deck bauen. Hast du deine Karten dabei? Aha. Ich werde einige meiner Karten zu deinen legen. Nun, Hensel, welches Deck möchtest du haben? Bitte such dir ein Deck aus. Genau, das ist quasi der Start wie zu jedem Pokémon-Game natürlich. Glumanda und Freunde-Deck, Shiggy und Freunde-Deck oder Bisasam und Freunde-Deck. Und ich persönlich habe ja eigentlich immer, auch generell bei jedem Pokémon-Game, ich habe immer eigentlich mit dem Wasser-Pokémon angefangen. In meinem LP habe ich ja mit Feuer angefangen, also bei Pokémon Silber, was übrigens bald zu Ende geführt wird, kann ich schon mal sagen. Aber ich würde sagen, smoke some weed. Smoke weed every day. Okay, ein Bisasam und Freunde-Deck. Hier sind die restlichen Karten. Yes! 30 Karten, sehr gut. Du solltest mit vielen verschiedenen Leuten spielen. Warum besuchst du nicht einmal einen der Kartenclubs? Dort spielen immer viele Leute. Sammle neue Karten und versuche ein neues Deck zu bauen. Alles klar. Moment, dann schauen wir mal, was die Leute hier noch zu sagen haben. Hoffst du auch darauf, die legendären Pokémon-Karten zu erben? Wenn du die legendären Karten erben möchtest, musst du die Großmeister besiegen. Um gegen diese antreten zu können, musst du die 8 Meistermedaillen bekommen. Jeder der 8 Kartenclub-Mitglieder, Meister, besitzt eine Meistermedaille. Im Pokémon-Dome kannst du mehr über die legendären Karten lernen. Okay? Die legendären Karten? Nee, ich spiele immer noch nicht. Werden wir sehen. Hast du ein Clubmitglied besiegt, erhältst du eine Boosterpackung. Jede Boosterpackung enthält 10 Karten. Die Inhalte der Boosterpackungen sind verschieden. Die Kategorie einer Boosterpackung ist von deinem Gegner abhängig. Suche dir die Gegner sorgfältig aus. Muss gerade ein bisschen nachdenken, was er gesagt hat. Ich bin mir sicher, dass du bereits weißt, dass es 8 Club gibt. Punkt. Kampf, Wasser, Elektro, Pflanzen, Psycho, Feuer, Stein und Wissenschaftsclub. Der letztere ist, glaube ich, der gefährlichste. Jeder Club spielt mit seinen speziellen Karten. Genau, sind quasi die Arenen in den Pokémon Games, wenn man so möchte. Jeder der 8 Clubmitglieder besitzt eine Meistermedaille. Das Geheimnis jedes Clubdecks liegt in der Meistermedaille verborgen. Hast du eine Meistermedaille gewonnen, geh in den hinteren Computerraum. Du kannst die Medaillen in die Maschine einsetzen und so verschiedene Decks bauen. Nice. Okay, was ist hier noch? Ist die Autodeck-Maschine nicht toll? Wenn du alle erforderlichen Karten besitzt, baut die Maschine dir automatisch ein Deck. Das ist nicht schlecht. Hoho, willst du gegen mich antreten, um dein Deck zu prüfen? Solltest du gewinnen, gebe ich dir eine Booster-Packung, aber sie enthält nur Energiekarten. Also hier kann man quasi Energiekarten farmen. Nope. Es ist wichtig zu wissen, wie dein Deck sich verhält. Um eine inaktive Maschine in Gang zu setzen, benötigst du eine Medaille. Die Meistermedaillen sind im Besitz der Clubmeister. Nachdem du die Medaillen gewonnen hast, setzt du sie in die Maschinen ein. Dann kannst du neue Decks bauen. Hyped! Diese Maschine ist eine Decksicherungsmaschine. Du kannst die Konfiguration eines selbstgebauten Decks speichern. Die Maschine wird dir dieses Deck dann jederzeit wieder herstellen, solange du die dafür nötigen Karten besitzt. Wenn du ein tolles Deck gebaut hast, solltest du es hier speichern. Geht das nicht übrigens auch normalerweise? Genau, wir haben generell, das war mein übrigens, wir können uns 4 Decks bauen insgesamt. Das heißt, wenn wir jetzt allerdings denken, okay, ich brauche jetzt ein anderes Deck und ich möchte eins überschreiben, aber das ist so gut, dass ich es eigentlich trotzdem behalten möchte, können wir es quasi an der Maschine speichern. Das ist schon mal gut zu wissen.
Aber ich hab's ja auch auf Band. Auf Band. Auf YouTube. Okay, wir haben natürlich Pflanze jetzt genommen. Hier haben wir die ganzen Clubs. Wir haben den Kampfclub, den Wasserclub, den Pflanzenclub, den Wissenschaftsclub, den Feuerclub, den Psychoclub. Aber auch für Anfänger, Dirk Bach. Den Pokémon Dome, was glaube ich so quasi das Indigo-Plateau ist. Oder die Challenge Hall. Das könnte Two-Player sein, bin mir aber unsicher. Ins Haus. Binding of Isaac, anyone? Steinclub und den Elektroclub. Und wie wir ja wissen, Pflanze ist sehr effektiv, sowohl gegen Stein als auch gegen Wasser. Deswegen gehen wir erstmal zu Umshaus.